Vor der Reise heißt es natürlich erstmal proben. New York ist jetzt nicht alltäglich dran und dann gleich auch nach Kanada in drei Städte. Da hat man sich gefreut. Und wir wollen gute Konzerte machen. Und das bedeutet intensive Arbeit. 4 Konzerte, 3 Workshops und dazu noch Gesprächsrunden. Auftakt ist ein Porträtkonzert in New York für den in Kanada lebenden Komponisten Daniel Peter Biro. Das Klangforum hat eines seiner Werke im Herbst uraufgeführt. Es ist sehr komplex, dieses Stück. Er versucht, alles in Beziehung zu setzen, die Töne, Obertöne mit den Grundtönen, mit dem rhythmischen Ablauf, sodass eine sehr aufwendige Partitur entstanden ist. Und während die im einen Raum intensiv und mit immer neuen Veränderungen geprobt wird, machen sich im anderen Raum die Sängerinnen und Sänger an die Love-Songs von Claude Vivier. Ein Stück voller Klangüberraschungen und nicht ganz einfach einzuüben. Es gibt keine normalen Notensysteme, es gibt keine Tonhöhen, die irgendwie festgeschrieben sind. Und ja, da kann man ein bisschen mit Fantasie und eigenem System irgendwie beigehen. Die Love Songs wurden 1977 geschrieben. Ist das die angeblich so schwere und ernste neue Musik? Überhaupt nichts in dieser Hinsicht. Sehr farbenfroh. Total spannend, auch die Fantasie der Zuhörer in Gang setzend. Ich bin eigentlich sicher, dass bei solchen Klängen und diesen Anhäufungen einfach Bilder entstehen im Kopf und Stimmungen entstehen und das ist das Beste, was Musik machen kann.